Neuer Monat, neuer DM-Neuheiten-Haul. Ich habe super spannende Produkte für euch gefunden und ich habe schon die ersten getestet. Los geht's. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Runde DM-Neuheiten im einfach schon März. Das Jahr wieder wie so ein kleines Bächlein bei Starkregen zieht an uns vorbei. Aber DM hat wirklich hier extrem viele neue, spannende Produkte mit ins Sortiment genommen und ich dachte mir, wir schauen mal, was es so gibt und ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr habt Lust auf einen neuen Haul und ich würde sagen, wir verlieren gar keine Zeit und starten direkt. Es gibt neue Skincare und ich habe so ein bisschen das beschleichende Gefühl, was mir ein bisschen wehtut, dass die Drogerie im Moment den Fokus auf Skincare und Haare legt und so die Make-up-Theken, ich sag mal, ein bisschen trocken werden. Aber das ist gar nicht so schlecht. Ich finde, Skincare ist genauso toll wie Make-up und wir haben auch schon das erste Produkt von Balea von der Eigenmarke. Das ist das Aqua Feuchtigkeitscreme-Gel. Morgens und abends nach der Reinigung auf Gesicht, Hals und Dekolleté auftragen, Augenpartie ausspannen, sanft einmassieren, ideal als Make-up-Unterlage. Dazu kommen wir gleich noch. Das ist eine 50 ml vegane Creme. Ich finde sie nicht so gelig, sie ist eher wie eine Creme. Eine leichte Geltextur ist da. Sie ist parfümiert, sie riecht ein bisschen frisch, aquatisch, so wie Aquaprodukte riechen. Sie erinnert mich sehr, 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 sehr stark an die Produkte von Neutrogena. Was mir aufgefallen ist, als ich sie im Gesicht aufgetragen habe eben, ist, dass sie so ein bisschen geschäumt hat. Erst. Sie ist dann aber ganz gut weggezogen und hinterließ auch ein recht weiches Gefühl. So ein bisschen silikonisch schon fast. Die Verpackung kommt hier in einer Papierverpackung. Ich schaue einmal ganz kurz in die Ingredients. Ja, Wasser, Glycerin, Xanthangum, Parfum, Panthenol ist auch mit drin. Hyaluronsäure ist mit drin, Linalool ist mit drin. Ja, und Limonene und Citric Acid, Tocopherol. Also es sind schon ein paar Duftstoffe mit drin, die potenziell ein bisschen irritieren können. Ich sag's nur dazu. Ich sehe jetzt hier aber kein Silikon. Also ist schon mal gut. Es fühlt sich wirklich gut an. Ist eine recht leichte Textur. Zum Make-up kommen wir aber gleich noch. Wir müssen über eine Sache reden und ich weiß, damit mache ich mich entweder sehr, sehr unbeliebt oder sehr beliebt bei jemandem. Balea hat jetzt auch das Glamorous Moments Parfum Body Spray mit orientalisch-blumigem Duft. Ich darf nicht sagen, wonach es riecht, aber ihr wisst, wonach es riecht. Das französische Wort für Rot oder Blush. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe diesen Duft nicht. Ich kann den gar nicht ab. Wer den mag, ich habe es für euch mitgenommen. Wisst ihr, was wir machen? Haben wir lange nicht mehr gemacht. Zählt die Emojis in dem Video und ich verlose euch eine XXL-Kiste mit Pflege und Make-up. Schreibt mir das einfach in die Kommentare und wie ich euch erreichen kann. Dann verlose ich euch das. Das ist ein Body-Parfum für jede Haut. Ich kann den Duft nicht leiden. Ich kann den auch beim Parfum nicht leiden. Und alles, was damit zu tun hat, mag ich persönlich auch nicht. Aber ich habe es mitgenommen, weil ich weiß, dass viele auf diesen Duft schwören. Und das ist eine gute Grundlage ist für den Duft vielleicht, falls ihr den habt oder falls ihr vielleicht eine Nachbarin von dem Duft habt, könnte das eine gute Sache sein. Wollte ich euch einmal mitgeben, hier ist sogar Glycerin pflanzlichen Ursprungs mit drin. 200 ml war nicht so teuer, ne? Wer sowas mag. Ich finde es ganz, 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 ganz furchtbar. Das ist so verrückt, ne? Weil das ist ja so ein Duft, der so vielen Leuten gefällt und ich kriege da wirklich einen Brechreiz mittlerweile. Es tut mir total leid. Und das hat mich sehr, 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 also habe ich erstmal habe ich nicht mitbekommen, dass die Marke weg war und jetzt ist sie wieder da. Herbal Essences. Kennt ihr noch die Werbung, wie sie oder er unter dem Wasserfall im Paradies stehen und sich die Haare waschen? Die sind wieder da und haben echt einige Produkte rausgebracht. Und zwar habe ich jetzt hier mal die Haarmaske mitgenommen mit Arganöl. Sie riecht toll. Ich weiß nicht, ob wir mittlerweile so von Duftstoffen vielleicht abgestumpft sind. Ich habe das Gefühl gehabt, in meinem Kopf haben die Sachen früher noch krasser gerochen. Aber es gibt jetzt eine ganze Reihe von Herbal Essences Produkten wieder. Mit Arganöl habe ich jetzt einmal mitgenommen. Soll man 5 Minuten einwirken lassen und soll die Haare nähren. Bin ich sehr gespannt. Vielleicht habt ihr Erfahrungen mit den neuen Herbal Essences Produkten gemacht. Dann schreibt mir das gerne einmal in die Kommentare. Wir kommen noch einmal zurück zur Pflege und da habe ich mich persönlich sehr gefreut. Ihr wisst es, ich mag die Skin Food Creme von Weleda sehr, sehr gerne unter Make-up. Vor allen Dingen im Winter hat mir das sehr gut geholfen. Oder wenn ich so eine sehr trockene Stelle habe. Ich vergleiche sie ganz gerne mit der 8-Hour Cream von Elizabeth Arden. Die ist aber unter Make-up wirklich doch schon ganz schön viel. Und ich fand auch die zeitweilen
etwas zu viel unter Make-up. Die ist ja sehr, sehr ölig, ne, auf der Haut. Und jetzt gibt es die als Gesichtscreme nochmal oder als nährende Tagespflege. Riecht genauso, 40 Milliliter sind mit drin, kommen hier in diesem Glastiegel. Und ich habe auch gedacht, okay, vielleicht haben sie die einfach nur eine andere Verpackung gemacht oder so. Nee, ist auch eine andere Formulierung. Sie lässt sich deutlich einfacher verteilen, sie lässt sich deutlich einfacher im Gesicht auftragen. Und ist viel, 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 viel weicher, hinterlässt einen sehr schönen Glow. Also wenn ihr eine super, super trockene Haut habt und kein Problem mit Duftstoffen habt, weil die ist vollgepackt mit Duftstoffen. Ich mag das ganz gerne, ne? Ich liebe alles, was gut riecht. Ist das eine sehr, sehr gute Creme. Ich benutze die auch sehr gerne an den Händen oder wenn ich hier so eine trockene Stelle habe. Dafür finde ich die persönlich ganz gut. Wie gesagt, ähnlich zu der, nur ein bisschen reichhaltiger und funktionaler unter Make-up. Aber da habe ich mich persönlich sehr gefreut. Für alle meine Schwammmäuse eine kleine Osterüberraschung. DM hat neue Beauty-Sponges rausgebracht. Sie haben ja im Moment gerade wirklich viele Aktionen parallel laufen. Unter anderem einmal die Frühjahrsputz-Aktion und dann auch nochmal die Osteraktion und Heimdeko-Aktion. Also es gibt mittlerweile alles bei DM, ne? Zeitweilen das Gefühl, dass bei DM so ein bisschen ab und zu so ein leichter Teddy-Hauch durchfliegt, weil es mittlerweile alles da gibt. Aber es macht uns das Leben auch ein bisschen einfacher. Und wir haben hier drei verschiedene Beauty Sponges. Einmal einen klassischen in einer klassischen Form, auch die lasse ich zu, die sind für euch. Eine mit einem flachen Boden und einmal etwas mit einer abgeschrägten Seite und einer flachen Spitze. Da bin ich sehr, sehr gespannt auf euer Feedback. Vielleicht habt ihr euch sie ja schon geholt. Packaging ist aber sehr, sehr süß und das könnte man vielleicht ganz süß in so ein kleines Osterpräsentkörbchen mit reinlegen für jemanden, der Make-up mag. Wir kommen nochmal zurück zu den Haaren und da hat Garnier aus der Ware Schätzereihe Haarhonig rausgebracht. Ich fand das ganz, ganz süß, das Wort Haarhonig und auch die Verpackung. Reparierendes Serum, sichtbar weniger Spliss, klebt nicht und fettet nicht. Ich mache es jetzt nicht in meine Haare, weil ich jetzt gerade in meiner Nicht-Waschphase bin. Ihr habt mir ganz, ganz viele Tipps gegeben und eigentlich war jeder zweite Tipp, wasch deine Haare nicht. Ganz leicht Honig, ja, sieht auch so ein bisschen aus wie Honig, klebt wirklich nicht, also ist gar kein klebriges Gefühl, schon eher fast wie so ein Serum hinterlässt. Jetzt auf der Hand natürlich einen schönen Glow, ja, vielleicht hier so ein bisschen in die Spitzen, oh ja, sehr, sehr glänzend, okay, also ich glaube, da muss man, es wird eine Ölkombination sein, Silikone, Glycerin, nochmal Silikone. Ja, also das ist sowas, glaube ich, was man ganz gut mal benutzen kann, um es schnell so ein bisschen die Haare vielleicht ein bisschen glänzender zu kriegen, wenn die Haare unten vielleicht etwas trocken und spröde sind. Das Problem habe ich jetzt nicht. Wenn ich weiß, dass ich mir lange Zeit die Haare nicht wasche und bevor ich sie mir dann wasche, mache ich abends wirklich alles. Dann mache ich ein Hyaluronsäure-Serum auf die Kopfhaut. Dann mache ich dies, dann mache ich das, dann mache ich am besten noch eine Haarmaske drauf und lasse das 4 Stunden auf meinem Kopf, mache dann Frischhaltefolie rum und dann gehe ich irgendwann duschen. Dafür habe ich es jetzt mal mitgenommen. Ich probiere das mal aus und gebe euch dann dazu ganz bald ein Update. Ein weiteres Skincare-Produkt, was ich überall auf Social Media schon gesehen habe, weil viele eine Co-op dazu haben. Ich habe keine. Mixer 10 in 1 Zika Repair reparierender Balsam für Füße, Knie, Hände, Ellenbogen. Sehr trockene, rissige Haut. Zieht schnell ein. Meine Hände sind jetzt sehr rutschig. Oh, es riecht sehr, sehr gut. Ganz mild. Textur ist sehr vaselinig. Sehr, sehr dick, ne? Also das ist schon fast wie so eine Vaseline. Aber ich habe ja auch so trockene Stellen hier geschaut. Ich weiß nicht, ich habe das neulich im Video, habe ich das gezeigt und war total erschrocken beim Schnitt. Machen wir gleich mal rauf hier, ne? So trockene Stellen. Bin ich sehr, sehr gespannt. Ist schon, ne? Also das ist, das würde ich mir, ich würde das gerne ins Gesicht machen, aber ich weiß, dass das falsch wäre, weil das so dick ist und so reichhaltig. Glycerin ist der erste Inhaltsstoff und dann kommt Wasser. Bin ich sehr gespannt, wie das funktioniert und was man damit irgendwie alles machen kann vielleicht. Aber die Hand ist jetzt, also ne, meine Hand sieht aus wie 4. Und für alle meine Bodylotion-Mäuse von Jean and Len, die Kokos-Vanille-Bodylotion. Ich muss sagen, Jean and Len, Hut ab. Dieser Aufsteller bei Rossmann, ne, die haben ja fast einen ganzen Gang mittlerweile voll. Sehr, 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 sehr schöne Produkte, optisch zumindest. Hier sind 250 Milliliter mit drin. Ach, Jean und Glenn sind 2 Jungs. Das wusste ich nicht. Riecht gut, sehr reichhaltig. Also ihr seht's, ne? Sehr, sehr reichhaltig. Für trockene Haut riecht gut, sehr zart. Es riecht so ein bisschen wie dieses Parfum, was ich mal bei Rossmann gekauft habe. Bodylotions, Freunde. Ich muss mich auch dran gewöhnen. Aber manchmal ist es, glaube ich, ganz wichtig, seinen Körper auch einzucremen. Gebe ich euch zeitnah ein Feedback dazu. Und zu guter Letzt haben wir noch was für die Lippen. Und da habe ich das hier entdeckt. Das ist von Trend It Up. Color Meets Care. Ein Serum Stick mit Shiny Finish. Ihr habt eine Spitze zum Rausdrehen. Hinten ist, glaube ich, ein Anspitzer drin. Den kriege ich jetzt mit meinen speckigen Fingern aber nicht mehr raus. Also sehr,
Also ich sehe da keine Farbe. Sehr zart. Also das ist so wirklich das No-Make-Up-Stige, No-Make-Up-Make-Up-Make-Up, ne? Da kommt kaum Farbe raus. Ich weiß jetzt nicht, wie der Pflegeaspekt natürlich ist, aber wenn man so ein mini bisschen Farbe haben möchte auf den Lippen, ist das vielleicht ganz gut. Probiere ich mal weiterhin aus, aber vielleicht habt ihr ja schon Erfahrung zu einigen dieser Produkte gemacht, dann lasst es mich unbedingt in den Kommentaren wissen und denkt an die Emojis, dass ihr das nicht vergesst. Ich verlose euch hier zumindest schon mal 2 Produkte und dann habe ich ja hinten noch eine ganz, ganz große Kiste, also schaut gerne da vorbei und schaut unbedingt bei Instagram und TikTok vielleicht mal vorbei. Stopp, das Video ist eigentlich schon lange beendet, aber ich habe was total Wichtiges vergessen. War nicht geplant, Foundation. Ich habe was gefunden von Alverde. Ich falle immer wieder drauf rein, aber am Ende des Tages mache ich es doch. Sie haben nämlich ein 0,2% Squalane 3-in-1 Serum rausgebracht. Die Parfumfrei 3-in-1 Serum Foundation mit Squalan, feuchtigkeitsspendendem Hyaluron und Antioxidantien. Ja, also sie hat gar nicht funktioniert mit dieser Aquacreme. Ich glaube, man kann es erkennen, dass es sich dann irgendwann diese Würstchen gebildet haben. Auf der Stirn habe ich ja alles nochmal dann abgenommen, hat das dann ganz gut funktioniert. Eine Farbe wieder so ein bisschen orange. Es hatte kein schönes Hautgefühl. Ich bin einfach kein Fan von Foundations von Alverde. Ich kriege es nicht hin. Ich habe da wirklich gar keine guten Erfahrungen mit gemacht. Und ich habe es dann nochmal probiert, diese Aquacreme, die Aquacreme bildet Würstchen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe es noch nicht ganz herausfinden können. Ich wollte es euch nur nochmal mit gesagt haben. Also weder das hier noch die Aquacreme unter Make-up würde ich persönlich nehmen. Dann würde ich, wenn ihr so ein Aquaprodukt haben wollt, eventuell dann doch bei dem Originalen von Neutrogena bleiben. Süßen Mäuse, fühlt euch geküsst, fühlt euch gedrückt und passt auf euch auf.